Freunde, begrüße euch zu einer neuen Vorstellung. Und zwar wurde ich jetzt schon ein paar Mal gefragt, was verwende ich jetzt eigentlich für Kochzeugs, was habe ich eigentlich mit, was ist mein häufigstes. Und dazu habe ich gedacht, werde ich einmal eine Kleinigkeit zeigen, auf was ich halt jetzt spezialisiert bin im Augenblick. Das kann sich natürlich ändern, aber im Augenblick bin ich wieder auf Bioethanol, also Brennspiritus halt. Und ich werde euch das da jetzt einmal kurz näher zuholen und dann zeige ich einmal, was ich da jetzt einmal vorrangig dabei habe. Ja, da ist jetzt einmal mein Set, wie ich das im Augenblick für meinen Kaffee verwende. Das wisst ihr eigentlich jetzt eh schon. Mein 420 ml Becher ist das mit Deckel. Dazu mein kleiner X-Boil, das ist der 75 bis 85, der passt da super rein. Das ist der Ultralight mit den Titanhaken. Und mein kleines Brennerdosel, und den habe ich mit diesem Carbonvlies, was ich da alles Unterlage habe, angefüllt. Habt ihr eh schon öfters gesehen bei mir. Da kann eigentlich umfallen, kann nichts passieren, ist eigentlich optimal. Und was auch schon ein paar Mal jetzt gesehen habt, ist mein kleiner Kaffeefütterbecher. Das ist ein 100, habe ich gerade verwendet, darum schaut er noch so aus. Ein 180 ml Tasse, doppelwandig, also mir reicht es die Menge. Ein Titan-Kaffee-Filter ist dabei und ein Deckel, und das ist für mich eigentlich optimal, weil ich kann das alles da herinnen wunderschön stapeln. Ja, das schnell einmal zu legen. Zeige euch, das ist zwar jetzt alles dreckig, aber macht ja nichts. Das kommt da rein, der Becher kommt da rein, die Hageln kommen da rein. Wo ist mein Deckel? Der ist da, der kommt allerdings woanders rein, der passt jetzt nicht mehr dazu, will er gar nicht, sterben nicht. Und die schließt zwar jetzt nicht hundertprozentig an, aber das ist mir ehrlich gesagt wurscht, da kommt ein Gummiringel drüber und das soll es gewesen sein. So, das war jetzt aber mein Kaffeezeugs, und wo ich mir ein Wasserhaus mache für Superl oder so, und falls ich dann einmal ein bisschen mehr brauche, das hole ich jetzt einmal raus und zeige euch gleich. So, das ist jetzt mein Set, wenn ich mehr mache. Wenn ich zum Beispiel irgendwas Kleines da drin köcheln will, das ist ein 750 ml Topf. Standard natürlich eher Titan, ist klar. Und wenn ich mir was brutzeln oder braten will, ist das meine Titanpfanne. Die ist bei mir auch mein Favorit. Das ist für mich eigentlich das A und O. Gut, da gehört die Zangen dazu. Ich habe den Griff nämlich angeflext, den wollte ich nicht haben. Ich nehme das lieber mit der Zange, ist mir einfach lieber. Ja, und in den kleinen Topferl da drin haben wir natürlich noch was, weil wir brauchen ja dafür einen eigenen Brenner. So. Und das wäre das da. Und zwar, das ist der Evernew Titan Potstand. Werden wahrscheinlich auch viele kennen. Jetzt stellen wir das da mal runter kurz. Werden wahrscheinlich auch viele kennen. Ist auch alles aus Titan. Ich weiß jetzt gar nicht, was das wiegt. Ich schreibe euch das vielleicht unten einmal alles rein, was alles einzeln wiegt, dass ihr einmal eine Ahnung habt. Der ist auch relativ einfach zum Zusammenbauen. Normal ist auch schön verstaut. Kann man recht klar zusammenlegen. Und da passt auch dieser Evernew Titanbrenner rein, der hat eigentlich dieselbe Größe wie der Drangier, ist aber doppelreihig. Ich zeige euch den dann in Action, dass ihr das einmal seht. Und dann gibt es noch diese Platte dazu. Das nennt sich Bauerplatte. Die legt man da herin rein und dann bleibt eigentlich die Hitze da oben, verteilt sie und kommt dann da bei diese Schlitz außer. Wenn man da natürlich dann, okay, ja, dann so ein Pfand drauf hat, ist das natürlich optimal, weil wirklich die Flammen bis da rauskommen. Ich kann euch das gerne noch zeigen, wie das funktioniert, dass das einmal seht, wenn das brennt. Und dann habe ich noch was, da muss ich mir nur schnell was holen. Das habe ich nämlich da herinnen dabei. Und zwar habe ich da auch noch mein
Titan, Evernew Titan Topfkreuz. Mach ganz einen Krawall. Dieses Topfkreuz passt da nämlich auch optimal noch da oben drauf. Kann man da jetzt jederzeit auch noch zum Beispiel einen 750er Topf aufstellen, wobei da ist das ein bisschen, naja, knapp. Mit dem Titankreuz perfekt, kann man auch kleinere Sachen draufstellen. Und allerdings kann man auch hergehen und kann das Titankreuz natürlich auch so auf den Brenner draufstellen. So, aber jetzt zeige ich euch noch, wenn der brennt und eine Pfanne darunter ist, was der für ein schönes Flammbild hat. Ich richte mir alles her. So, ich habe ein bisschen was eingefüllt. Oh, schießen schon wieder runter. Gehen wir mal Stoff. Dann kommt der drauf. Und wie gesagt, ich werde es jetzt immer auf diesen Carbonvlies stehen lassen. Das ist nämlich optimal. So, da habe ich ein bisschen Wasser reingeben, weil man soll ja Titan nicht unbedingt ohne irgendwas erhitzen, sonst wirft sie sich vielleicht zu sehr. Jetzt warten wir mal ein bisschen ab, bis die Flammen da rauskommen. Zeige ich euch gleich mal näher. Ja, wenn man sehen kann, die Platten fangen da so richtig zum Glühen. Und jetzt stellen wir mal die Pfanne drauf. So, jetzt stellen wir das Pfandl mal drauf. Und das wird sehen, wie die Flammen jetzt wirklich bis am Rand von der Pfanne hinschlagen. Und das ist eigentlich durch diese Bauerplatten eigentlich gigantisch. Das Wasser, schaut mal, das fängt schon zum Dampfen. Ich meine, ja, ich habe nicht die Welt drinnen, aber ich finde, das ist schon gewaltig. So. Ich habe auch nicht viel reingelegt, aber seht, das Wasser kocht schon. Der Wahnsinn. Psst. Entschuldigung. Ja, Freunde, das soll es auch wieder gewesen sein. Wie gesagt, ich kann euch unten nur reinschreiben, die ganzen einzelnen Gewichte von denen. Und natürlich habe ich ein bisschen mehr Spiritus mit, oder in meinem Fall Bioethanol. Da haben wir so meistens 180 Milliliter dabei. Es kommt natürlich darauf an, was ich vorhabe zu machen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch die neugierigen Nasen ein bisschen bekehren. Hat euch ein bisschen gefallen. Das ist im Augenblick das Set, was ich gern dabei habe, und ja, schauen wir mal, ob es so bleibt oder nicht. Was weiß ein Fremder. Ich sage danke fürs Zuschauen und sage, viert gut.